kommen zu Tagesordnungspunkt 66. Ich würde jetzt vorschlagen, bei sämtlichen Beschlussempfehlungen, dass ich auf die Berichterstattung verzichte. Ich sehe Einvernehmen. Gleichzeitig würde ich vorschlagen, dass ich nur den Tagesordnungspunkt und die Drucksachennummer nenne. Und dann kommen wir vielleicht schneller zum Ende. Tagesordnungspunkt 66, Drucksache 209295 zu 208773. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, dem bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten, der AfD und der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der Linke. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 67. Das ist die Drucksache 209256 zu 209139. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der Linken, Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt, der AfD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist der Antrag, die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 68, Drucksache 209257 zu 209215. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, Bündnis 90 Grünen, der CDU, der Freien Demokraten und der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer enthält sich? Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 69, Drucksache 209258 zu 209140. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die CDU, die Freien Demokraten, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt und die AfD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Kommen zu Tagesordnungspunkt 70, Drucksache 209259 zu 209201. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Grünen, der CDU, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, der Freien Demokraten und der AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Kommt zu Tagesordnungspunkt 71, Drucksache 209260 zu 209216. Wer bestimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Enthaltung gibt es entsprechend keine. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 72, Drucksache 209261 zu 209241. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die CDU, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt und die AfD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD und der Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Linken. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 73. Das ist die Drucksache 209262 zu 209241. Ein bisschen Ruhe auf der Regierungsbank. Drucksache 209262 zu 209203. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die CDU, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der Linken, der Fraktion der Freien Demokraten und der AfD. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 74. Das ist die Drucksache 209263 zu 209206. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, Bündnis 90 Grünen, der CDU, die Freien Demokraten, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer enthält sich? Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 75, Drucksache 209264 zu 209134. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Linken, die Fraktion der SPD, Bündnis 90 die Grünen, der CDU, die Freien Demokraten, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich? Niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 76, Drucksache 209265 zu 209144. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Grünen, der CDU, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, die Fraktion der Linken, die Fraktion der Freien Demokraten und die Fraktion der AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen.
kommen zu Tagesordnungspunkt 77, Drucksache 20-9296 zu 20-9200. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Fraktion der CDU und der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der Linken, der SPD und der AfD. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Kommen zu Tagesordnungspunkt 78, das ist die Drucksache 20-9272 neu zu 20-9123. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktion der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt, der AfD. Wer enthält sich? Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der Linken. Damit ist die Beschlussempfehlung einstimmig angenommen. Ich wechsle das immer mal ein bisschen ab, damit noch ein bisschen Flexibilität bleibt. Ja. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 91, Drucksache 20-9329 zu 20-9136. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der CDU und der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, die Fraktion der AfD. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Linken und der Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 93, Drucksache 20-9335 zu 20-9142. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die CDU, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke und die Fraktion der AfD. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der SPD und die Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 94. Das ist die Drucksache 20-9336 zu 20-9204. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Linken, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die CDU, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer ist dagegen? Die Fraktion der SPD und der Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich angenommen. Wir sind jetzt am Ende der Abstimmung angekommen. Im Anschluss tagt noch der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen im Raum 510 W und der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz kommt im Sitzungsraum 501 A zusammen. Im Medienraum findet der Parlamentarische Abend des Hessischen Rundfunks statt und allen wünsche ich einen schönen Abend. Die Sitzung ist jetzt geschlossen.